Diese Woche tauschen wir unseren Van gegen ein Tiny House in den Bergen von Montenegro. Also schauen wir mal, ob Patricia zu Hause ist. Grüezi, Servus und Hallo und willkommen zu diesem Video. Willkommen zu Hause, willkommen im Tiny House. Komm doch rein. Wenn dir das Video gefällt, dann abonniere unseren Kanal. Genau. Gib uns ein Like, kommentiere das Video. Lass uns ganz viel Liebe da. Genau, das ist das Wichtigste. Und jetzt zeigen wir dir mal unser kleines Tiny House. Wir haben es ganz schön kuschelig hier drin. Also komm. Wir haben eine wunderschöne Stube mit einem Ofen. Das wollten wir unbedingt, weil wir ja früher immer im Wallis waren und so richtig Wallis-Vibes hier drin haben und es richtig kuschelig ist mit so einem Kamin. Wir haben hier zur linken Seite, vielleicht zuerst, haben wir eine Küche mit allem, was es so braucht. Ein Kochfeld, haben sogar unseren Altfilter mitgenommen, da wir nicht so richtig wissen, ob wir das Trinkwasser hier trinken können, darum Altfilter. Kühlschrank und jede Menge Wasser. Das heißt, wir können jede Menge kochen und dann ist es einfacher zum Abwaschen hier. Wie gesagt, es ist sehr gemütlich hier drin. Wir haben sogar einen Kamin. Aktuell sehe ich gerade, es brennt gar kein Feuer mehr. Muss ich nachher unbedingt nachlegen, damit es schön kuschelig warm hier drin ist. Wir haben 23 Grad, knapp 23 Grad und es ist richtig schön. Wir haben hier ein wunderschönes Sofa, einen Fernseher, den wir eigentlich gar nicht so brauchen. Und ja, ist echt toll. Ich zeige dir jetzt mal noch oben, wo wir schlafen. Gut, dann sind wir jetzt hier oben. Hier haben wir zwei Türen, eine da und eine hinter Simon. Hier haben wir unser Schlafzimmer und dort drüben ist einfach ein kleines Schlafzimmer für Kinder. Ich zeig dir das mal. Ganz gemütlich. Die Matratze ist zwar ein bisschen komisch, sind wir uns nicht gewohnt, aber es gefällt mir. Wirklich auch so, dass es so zusammengebaut ist und ist schön. Eigentlich hätten wir den Ausblick auf den Durmitor Nationalpark. Man sieht ihn auch ein bisschen, nur es ist ja schlechtes Wetter. Das ist auch einer der Gründe, warum wir aktuell dieses Airbnb gemietet haben, weil eben schlechtes Wetter angesagt ist. Und ja, man sieht es ein bisschen dort hinten, der Durmitor Nationalpark. Aber ja. Wir sind ja gestern hier angekommen und es war ganz komisch, mal wieder in einem Haus zu sein. Und vor allem komisch war, wir haben ja den Van direkt vor der Tür parkiert, aber wir mussten immer rein und raus, weil wir irgendwas vergessen haben. Das war schon ein bisschen speziell. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's wieder runter, Feuer machen, damit wir schön warm haben. Währenddessen das Feuer wieder brennt, zeige ich euch jetzt noch das Badezimmer. Hier haben wir ganz einfach eingerichtet mit Dusche, WC und Lavabo. Das ist purer Luxus, so eine Dusche zu haben mit unendlich warmem Wasser und eine Toilette, auf die man einfach gehen kann. Und das ist echt, es ist mal wieder schön, so zu leben. Ja, Baby Ari ist auch da. Für Ari ist es natürlich ganz toll hier, denn hier gibt es sogar noch andere Hunde. Wir haben drei große Hunde und drei kleine Welpen. Richtig süß und Ari hat so viel Spaß mit denen. Das war die Roomtour.
Es ist dreimal so groß wie unser Van. Ja. Und wir haben ein Zimmer übrig, das wir gar nicht brauchen. Mhm. Und jetzt zeigen wir dir, was wir diese Woche so alles anstellen. Kaffee war gut und die Sonne ist jetzt draußen. Darum machen wir jetzt einen wunderschönen Spaziergang in der Natur. Ich stehe wieder in der Küche und mache heute einen Kuchen. Und zwar gibt es Kürbiskuchen. Also nichts wie los. Kürbis habe ich schon gekocht. Ich habe einen Butternut genommen. Und ich bin richtig dankbar, habe ich so einen tollen Mixer bekommen. Denn kann ich das einfach reintun und hier pürieren. Stab drauf. Und schon Püree. Der Teig ist fast fertig. Jetzt noch den Eischnee unterheben und dann kommt alles in den Omnia und auf den Herd. Der Kuchen backt vor sich hin und als kleiner Tipp noch so von mir. Ich nehme irgendwie immer irgendein Rezept, was mir gefällt und entweder wandle ich es ab, das heißt ich rechne es runter, 2/3 des Rezepts. Oder ich mache das Ganze und ich hoffe, dass alles Platz hat im Omnia. Ansonsten habe ich noch Muffinförmchen, mache ich den Rest des Teigs dort rein. Oder ich friere das Ganze dann ein, das was keinen Platz mehr hat. So mache ich das, weil es gibt zwar schon gute Omnia-Rezepte, aber ich finde es immer so schade, dann sehe ich so ein gutes Rezept irgendwo im Internet und möchte es unbedingt probieren, aber ich kann nicht, weil ich ja im Camper wohne und nur ein Omnia habe. Und darum mache ich es immer so. Live a little, flip the page.
give you some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting. Then came you. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. Heute haben wir die ganze Wäsche noch gewaschen, oder wir haben es versucht. Wir sind immer noch dran. Darum haben wir uns jetzt ein Stück Kuchen verdient. Und aus dem Restenkürbis gibt's jetzt Kürbissuppe. Going for changes, where to begin, when a mountain moving revelation came marching in. Oh, das ist ein Morgen. Es ist so ein Windsturm aufgekommen und natürlich ist der Kamin dieses Hauses zu klein. Also hat das Feuer, das ich angefacht habe, morgen zurückgedrückt. Und dann hat natürlich alles gefehlt, was fehlen kann. Wir hatten keine Zange, wir hatten keinen Handschuh, wir hatten kein gar nichts. Aber zum Glück alles im Van. Also habe ich den feuerfesten Handschuh geholt, unsere Grillzange, habe das Holz aus dem Ofen rausgenommen und draußen gelöscht und habe mir natürlich die Finger dabei verbrannt. Aber jetzt müssen wir halt heute, solange es windig ist, mit Strom heizen. Es war doch viel strenger, als wir eigentlich gedacht haben. Wir haben natürlich den ganzen Van wieder einmal durchgeputzt und frisch eingeräumt und alles gewaschen. Das machen wir natürlich immer, wenn wir so eine Gelegenheit haben. Patricia hat sehr viel Zeit in der Küche verbracht und jetzt haben wir gedacht, machen wir uns einen gemütlichen Filmabend und essen Popcorn und sonst ganz viele Leckereien. So wie wir das früher gemacht haben, als wir noch in einer Wohnung oder einem Haus gewohnt haben. Die Woche ist schon wieder durch. Es waren wunderschöne Tage hier. Ja. Das Experiment Tiny House ist wirklich geglückt. Wir hatten viel mehr Platz, ne? Das war cool, ja. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir den Van vermissen. Weil alles so nah und so, wir wissen halt, wo alles liegt. Das stimmt. Ja. Aber es war geil, mal so ein Tiny House zu mieten, um zu sehen, wie das machen ist. Machen wir wieder. Machen wir auf jeden Fall wieder. Was wollen wir noch sagen? Ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter, oder? Schlechtes genau. Wetter ist angesagt, ziemlich Böen. Müssen ein bisschen schauen, wo wir hinfahren. Und ansonsten, schön, hast du das Video geschaut. Genau. Was du auch mal hierher kommen willst, wir verlinken dir das. Die Gastgeber sind super nett. Echt, es hat richtig Spaß gemacht. Auch die kleinen Hundewelpen und alles war einfach traumhaft. Ja, und ich glaube, der Tourismus in Montenegro, der boomt, weil sie bauen überall so kleine Tiny-Häuser. Also, richtig cool. Kommt immer mehr. Also, gib uns ein Like, wenn du Freude an diesem Video gehabt hast. Lass viel Liebe da. Kommentier es. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal. Tschüss.